Willkommen zurück, liebe Ultimate Team Freunde. Wir sind hier in Ultimate Team, wie das Ganze schon heißt, und auf der Suche nach dem Team der Woche, nach Manuel Neuer, nach Xabi Alonso, nach Cesc Fabregas oder nach dem orangenen Marco Reus. Ne, der ist ja auch in den Packs drin. Und so ein paar reißen wir jetzt gerade mal auf. Ich denke mal, so 5, 6 Stück machen wir mal, damit es nicht zu lang wird. Und ja, ich denke, heute ist der gute Tag, um einen guten Spieler zu ziehen. Finde ich zumindest. Ich bin hochgespannt und wir gehen sofort rein in den Shop und öffnen mal ein Goldpack hier. Ich werde wie immer drei große, drei kleine machen und gucken, was bei rauskommt. Vielleicht kommt der liebe Marco Reus ja raus. Wir fangen an hier mit dem lieben Spieler von Juventus. Der sieht aus wie Marquiso. Keine Ahnung. 5000 Münzen, die investieren wir jetzt einfach mal und gehen voll zur Sache. Ja, jawohl, Goldpack geöffnet. Und leider ist kein Marco Reus da drin. Wäre auch zu geil gewesen dafür ein seltener silberner Affobe, wer das auch immer sein mag, von Millwall, glaube ich, ja. Und Hand und hier haben wir Henrique, auch ja. Und Trikot von Hamburg, das gefällt mir sehr gut, das behalte ich im Verein. Das ist top. Ja, das Ding von Fluminense hier, das kannst du Neymar schenken, aber sonst auch niemanden. Dann haben wir hier noch 15 Schießen, eine 60 Fitnesskarte und die Verträge, da kümmern wir uns später drum. Nein, wir müssen, Verbrauchsobjekte sind relativ voll, wir müssen eine B-Leg haben wir hier noch und die Spieler, die lassen wir im Verein. Wie gesagt, ich setze eben die Karten hier auf den Markt. Ich muss leider auf den Tauschstapel schieben. Kommen wir da dazu, verkaufen durch das später, aber ja, Tauschstapel muss jetzt sein, weil meine Vereinsspeicher ja fast voll ist, wie ihr da oben seht. Team, Fitness machen wir auch weg. Schießen. Machen wir auch weg. Das Wappen kann man auch noch verkaufen. Auch bei Schießen hätte ich gar nicht drauf machen wollen. Ist egal. Und der Rest geht so weg hier. Wobei, nein, hier den. Um Gottes Willen. Himmel, ich habe fast einen Fehler gemacht hier. Den speichern wir logischerweise auch im Verein für unsere Silberteams. Und die drei hauen wir weg. Scheißegal. Wie gesagt, ich wollte eigentlich die Schießendinger da auch verkaufen. Machen wir nachher. Ist egal. Wir wollen jetzt erstmal Karten ziehen. Das ist viel wichtiger. Deswegen verzeiht mir, wenn ich gerade ein bisschen verwirrt bin. Wir machen das nächste auf mit drei seltenen drinne, mit dem lustigen Typen hier von der Red Bull Salzburg. Und sind hochgespannt. Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, welcher Name da stand. Aber es ist auch nur Dejan Stankovic. Dann haben wir noch Thomas Euphorioschi. Varela. Ja. Was haben wir denn hier hinten? Oh, das Wappen von Borussia Dortmund. Das ist doch mal ganz interessant. Und das grausame Trikot von Hoffenheim, das Stadion, ich weiß nicht, ihr das seht, die plus 6er Stadien, die kannst du auch gleich vertickern, das ist vollkommen unwichtig. Hier haben wir eine Kader Training Fitness, die ist wichtig, die ist gut. Samurai riesig, die kann auch weg, ist auch vollkommen überwertet. Jo, Dejan Stankovic, jo, passen 85. Serie A gibt es ja ganz schön oft jemanden, der sowas hat. Deswegen mache ich die mal auf den Tauschstapel. Ja, Varela im 3-4-3 kannst du knicken. Wer das anders sieht, darf sich gern beschweren. Ich glaube aber, dass es nichts bringt und deswegen verkloppen wir den Rest auch. Ein wenig, wenig. Und jetzt haben wir Joe Hart hier drauf. Aber wir nehmen erstmal hier die, wo, ja, Wolfsburger, ich glaube, hier soll das sein. Oder Schosse, wie er immer heißen möge. Packung Nummer 3, auf geht's. Batsch. Pinzi habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Oh ja, das ist überragend. Das ist Pinzi. Dann haben wir hier, oh Gott, einen Schotten. Okay, das sieht aber mächtig scheiße aus. ZM, ZOM und Leverkusen-Trikot und ja. Okay, die Karte geht in den Tauschstapel. Dann gehen logischerweise die Vertragskarten auf den Tauschstapel. Und der Rest, der kann gehen. Pizzi mit, oh, mit 76, Junge, das. Oh mein Gott. Ist ein bisschen schade. Eigentlich könnte ich da auch mal ein Pack-Opening für euch machen, wo ich mal Glück habe, oder? Ist das zu viel verlangt? Karim Benzema, du bringst uns jetzt Glück. Du hast uns letztes Mal so viel Glück gebracht. Aus einer Pleite nämlich gar nichts. Und auf geht's. Päckchen Nummer 4. Habe ich Amauri gelesen? Ich habe Amauri gelesen. Das ist toll im 4-4-2 mit Tempo 53. Ein Stürmer. Der wird es übelst rausreißen. Ja? Und jetzt haben wir hier. Das Wappen von Juve, die haben wir gestern aus dem Pokal gekegelt, also Champions League besser gesagt, das tut mir fast ein bisschen leid. Leider ist die Manager-Modifikation auch nicht so richtig was wert, aber immerhin ein bisschen was. Dann haben wir Olympic-Stadion, dann haben wir das Wappen von Moskau, auch das werde ich mal versuchen zu verkaufen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen russischen Mitbürger, der Bock hat
auf ein bisschen Heimat. Hoffe ich mal drauf. Ja, Sir Roberto, interessante Karte. Könnte ich eigentlich für meinen Brasilien-Typ übrig lassen. Das ist ziemlich geil. Ja? Den behalte ich mal in meiner Brasilien-Mannschaft. Weil irgendwie ist Sir Roberto einfach Kult, wenn man Bayern-Fan ist. Und hier habe ich hier noch so ein paar Blasen, die auf der Bank sitzen, damit sie da sind. Ja. So, wie gesagt, Amaury, den verkaufe ich jetzt gar nicht. Das hat gar keinen großen Sinn. Dann machen wir wieder ein paar Vertragskarten drauf. Die 60er Fitness könnt ihr euch auch, ja, leider ein wenig. Wir kommen zu Päckchen Nummer 5. Und ziehen Theo Walcott hier raus. Ja, wenn ich mit denen ja mal ziehen würde, wäre ja schon mal etwas. Bin ja nichts vom Messen, als würde ich Reus haben wollen. Sako, habe ich glaube ich auch schon viermal gezogen insgesamt in diesem Jahr. Vom PSG. Den speichern wir mal im Verein. Da mag was gehen, was er mir noch Osvaldo im 3-4-2-1. Und David Navarro, auch der ist nicht wirklich. Oh, Vicente del Bosque, immerhin. Den ist doch mal wenigstens ein bisschen was. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Was haben wir hier? Spieler, den kannst du auch knicken. Udine Hallentrikots da rein. Und ja, Stoke City Trikots. Ich weiß nicht, verteufelt mich dafür, aber die Modifikation, die werde ich nicht reinsetzen. Das geht mir so auf den Piss. Wobei besser 150 jetzt gar nichts, oder? Komm drauf, geschissen. Ich denke, der Rest, die Trikots sind ja auch nicht so sonderlich schön. Wie gesagt, wer einen Aufschrei machen will, darf mich gern anschreien. Ich habe ein dickes Fell und bin einfach ein bisschen frustriert. Natürlich, oh, bei 5 Päckchen kann man nicht viel erwarten. Nee, aber bei gefühlten 230 Millionen Päckchen kann man irgendwann mal irgendwas erwarten. Ich glaube, mein bester Spieler, den ich je in einem Pack hatte, war, lasst mich überlegen, Mario Gomez von der Stärke her, glaube ich. Okay, wir gucken, was uns Joe Hart bietet mit dem sechsten Päckchen. Auf geht's. Let the show begin. Batsch. Ja, so viel zum Thema Marco Reus für heute. Das war's dann wohl. Dogan von Eintracht Braunschweig haben wir hier. Dann haben wir Corona. Granit Xhaka, den habe ich letztes Mal auch schon gezogen. Den wollte auch unheimlich niemand haben. Dann im 4-1-2-1-2 David Moyes. Den kann man ja zumindest mal im Tauschstapel dann mal anbieten. Vielleicht kauft ihn einer. Einen großen Vertrag, das ist doch immerhin schon mal etwas. Hier alle Attribute, ist auch ganz nett. Birmingham-Trikot, das ist auch ganz nice. Wenigstens ist mal ein bisschen was für die Optik da. De Boer, den habe ich schon viermal gehabt. Villa-Trikot, damit kann man einem höchstens die Augen versauen, denke ich mal. Den speichern wir bei uns hier. Fitness, ja, und dann machen wir die Verträge noch rein. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und leider gab es mal wieder Niente für mich, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr noch was zu kneten habt, wäre es auch schön, wenn ihr wenigstens kneten würdet. Und wenn euch was gefällt, dürft ihr mich ruhig auch mal loben. Und ja, wir sehen uns garantiert bald wieder, wenn ich nochmal versuche, im Team der Woche zuzuschlagen. Vielleicht gucke ich nochmal, ob ich eine Manuel Neuer klar machen kann oder nicht. Wie auch immer, schönen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Anfang des Wochenendes. So muss es sein. Euer Eismännchen sagt Tschüss. Jetzt habe ich auch einen Zahnarzt drin gehabt. Okay, und aus. Ciao.